Ich sage über die Teufelsbrücke. 1306 wollten die Einwohner von Uri eine Brücke über die Schöllennenschlucht bauen. Weil es in der Vergangenheit immer wieder zu Bergstürzen gekommen war. Sie riefen eine Gemeindeversammlung ein, um eine Lösung für den Bau der Brücke zu finden. Doch niemand fand einen Ausweg. Denn mit Maultier und Anhänger war es schier unmöglich, die benötigten Steine zu transportieren. Da hat ein Landmann eine Idee. Man kann den Teufel anfragen, ob er die Brücke für uns baut. Hallo Teufel, kannst du uns die Brücke in der Schöllennenschlucht bauen? Ja, sicher kann ich das für euch tun. Aber dafür will ich die erste sehen, die über die Brücke geht. Ja, so machen wir das. Am nächsten Morgen stand die Brücke. Die Menschen, kluge Füchse, schickten einen Ziegenbock über die Brücke. Aber das gefiel dem Teufel nicht. Er nahm einen Stein, so groß wie ein Haus, und wollte die Brücke zerstören. Eine Frau wusste, was Teufels Sinne schwächte. Sie kritzte ein christliches Symbol in den Stein. Und der Teufel verfehlte die Brücke. Den Stein kann man immer noch in Uri sehen. Das war's mit unserem Lernfilm. Jetzt wisst ihr, wo die Teufelsbrücke steht. Der Produzent war Kevin und Jerome.